Angst um Holly, der Film, Teil 1 von 2. Holly, Holly, bitte beweg dich doch. Jetzt komm in den Hänger. Schieben kann ich sie auch nicht. Sie wird sich einfach nicht bewegen. Der Tag wird nichts nützen. In diesem einen Tag werden wir sie sowieso nicht irgendwie trainiert bekommen. Ja, vielleicht geben wir noch eine Chance. Vielleicht ist es einfach der Stress. Stress. Wir haben Holly schon seit über einer Woche. Man könnte sogar fast sagen 2 Wochen und sie hat sich gar nicht gebessert. Außer Box zu bekommen war ja schon schwer. Vielleicht gibt es so eine Art Pferdeflüster oder so. Pferdeflüster. Pferdeflüster, oh mein Gott. Glaubst du auch, dass es irgendwelche Vögelflüster gibt oder wie, die mit den Vögeln kommunizieren können? Pferdeflüster, also ich glaube, es hakt. Aber nein, es gab doch mal so eine Sendung. Das funktioniert bestimmt wirklich. Bestimmt gibt es so jemanden. Dann müssen wir sie eben zwingen. So, Holly, das hast du davon. Aber sie sieht doch so gar nichts. Ja, und das ist auch der Plan. Jetzt, Holly, macht euch jetzt nicht so ein Drama draus. Ich glaube, sie spürt das. Das wird nicht helfen. Dieses Fett bereitet so viele Probleme. Jetzt komm doch, Holly. Jetzt geh doch in den Anhänger rein. Hey, Holly. Soll ich sich jetzt doch auch nicht verletzen? Was macht ihr da? Wir haben nur noch einen Tag Zeit. Warte. Komm, Lina, ich erklär's dir. Doch wenigstens die Decke ab. Ich habe zwar keine Ahnung, was ihr vorhabt, aber das wird sie doch nur stressen. Lina, jetzt komm. Was ist denn das? Was macht deine Mutter da mit dem Pferd? Ja, das ist Holly. Wir haben sie schon seit einer Woche. Und warum wusste ich davon nichts? Weil du vielleicht 5 Tage auf einer Reise warst? Aber du hättest mir doch was sagen können. Was ist denn überhaupt los? Sie ist so ein kleines Problempferd und wir müssen uns um sie kümmern. Und wenn wir das nicht schaffen, dann... Ja, ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Was wird dann passieren? Ich weiß nicht. Irgendwas mit meiner Mutter und dann müssen wir irgendwas verkaufen und ich will das nicht. Und was müssen wir tun, um das nicht zu können? Naja, also Holly hat Schwierigkeiten. Sie ist irgendwann mal weggelaufen. Wovon? Von wem? Sag's mir doch, Emmy. Okay, also du kennst ja doch so einen Hof. Der ist riesig. Die haben so viele Sportpferde. Und auch voll viele Dressurpferde und auch voll viele Freizeitpferde. Aber ist mir doch egal, welche Pferde es da gibt. Und ja, die meinten, es wäre unsere Schuld. Eure Schuld. Dass dieses Pferd sich jetzt so benimmt. Jupp. Genau so. Es gibt doch gar keine Beweise dafür, dass wir das waren. Also, Entschuldigung. Ja, aber es ist nicht so einfach. Und wir haben noch einen Tag Zeit. Beziehungsweise morgen. Bis morgen Abend. Und ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Es wird nicht funktionieren. Das ist doch ein Witz. Ein Tag. Und was muss es können? Naja, es darf nicht mehr so schreckhaft sein. Wir haben es ja kaum aus der Box bekommen. Es geht zwar rein, aber nicht wieder raus. Und in den Anhänger schon gar nicht. Und auf der Koppel steht es auch nur allein, wenn man es überhaupt auf die Koppel bekommt. Wie, warum hast du mich nicht angerufen? Das ist doch alle für uns wichtig. Ja, ich weiß. Aber wir können es nicht ändern. Ich hätte sowieso nicht gewusst, wie wir das verhindern hätten können. Dann machen wir einen auf Pferdeflüster. Oh, nein, sowas gibt's nicht. Doch, bestimmt. Irgendwie muss man das doch hinbekommen. Gucken uns einfach ganz viele Videos an und machen Übungen und das Ganze. Wir haben dafür keine Zeit. Wir müssen so schnell wie möglich daran gehen. Ja, dann lass uns doch nicht reden. Lass uns an die Sache gehen, komm. Es ist sinnlos, wir müssen es einsehen. Nein, ich werde das doch nicht einsehen, dass... Was hast du denn, Pferd? Holly. Das kann doch gar nicht sein. Wie kann jemand so schreckhaft sein? Und was ist mit dir auf dem Weg passiert? Vielleicht wurde ihr irgendetwas gegeben, was sie so schreckhaft macht. Oder ihr hat irgendetwas Angst gemacht. Und das müssen wir suchen, damit sie keine Angst mehr davor hat. Es macht einfach keinen Sinn. Wir können keine Lösung suchen, wenn wir gar nicht wissen, was überhaupt los ist. Eine Behandlung würde zu lange dauern. Irgendwelche Analysen. Das würde nicht funktionieren. Dafür haben wir keine Zeit. Aber ich will meinen Hof nicht aufgeben. Sabine, das weiß ich doch selber. Ich will das doch auch nicht. Ich will hier doch auch noch arbeiten, vor allem mit meinen Pferden. Katharina, wir werden irgendwas finden. Was machen wir jetzt mit ihr? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wird sie einfach wieder in die Reithalle gesperrt? Ich glaube, das ist das Einzige, was hilft. Toll.
Jetzt komm schon, nicht wieder das. Du wirst auch nicht in den Hänger gesteckt. Jetzt komm, Holly, bitte. Ein Schritt, Holly. Ein Arsch. Ja, hey. Okay, okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Jetzt noch das Hälfte ab und gut ist. Katharina, ich weiß wirklich nicht weiter. Stopp, wartet, wir haben eine Idee. Ihr habt eine Idee. Welche Idee soll es denn bitte sein? Wissen wir, wie Holly helfen können und auch uns. Ja, dann hört mal raus. Katharina, denkst du, dass meine Tochter und ihre Freundin irgendwas an diesem Pferd bezwecken können? Ich meine, welche Arzthelfer konnten ihr Problem beheben? Amy, es tut mir ja leid, das sagen zu müssen. Ich glaube wirklich an alles, aber nicht an sowas. Wir können das hinbekommen. Wir haben schon eine Idee. Verschwendet eure Zeit nicht in sowas. Lernt lieber für die Schule oder so. Da ist sie besser aufgehoben als bei so einem Problempferd. Sabine, lass sie doch mal ausreden. Ich meine es wirklich. Was sollen wir denn noch ausprobieren? Sie sind unsere letzte Hoffnung. Katharina, wie sollen zwei Kinder das wohl schaffen? Na, macht, was ihr wollt. Ich geb's auf. Schafft das. Glaubt dran. Ich weiß zwar nicht, wie ich euch helfen kann, aber falls ihr Hilfe braucht, ich bin da. Sonst ruft mich einfach an oder schreibt mir. Okay, machen wir. Ich zähle auf euch. Das schafft ihr. Ich muss jetzt noch kurz mit Sabine reden. Mal gucken. Dass meine eigene Mutter nicht an mich glaubt. Toll. Hey, vielleicht im ersten Moment. Vielleicht klingt's ja komisch, aber... Es klingt ja schon irgendwie unrealistisch, aber ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden. Genau. Hoffnung. Die Hoffnung zählt. Schau mal, beweg dich nicht. Kommt sie zu mir? Ja, es sieht so aus. Sie ist ja fast schreckhaft vor allem. Können wir doch nicht jede einzelne Sache vorstellen. Nein, natürlich können wir das nicht. Oh Mann, ich bin so am Verzweifeln. Ich glaube... Wir schaffen's nicht. Ja. Sich nähern kann man... Ja, ja. Streicheln funktioniert ja auch. Irgendwas muss passiert sein. Aber was? Wie sollen wir das bloß rausbekommen? Wir können ja nicht mit ihr reden. Jetzt beginnt unser Training. Wir werden alles dafür tun, dass wir den Hof irgendwie nicht verkaufen müssen oder andere Sachen. Ich werde mein Wort halten. Bis zur letzten Sekunde... Werden wir uns um Holly kümmern? Genau, bis zur letzten Sekunde. Lass uns sofort anfangen. So Leute, das war der erste Teil von meinem Film Angst um Holly. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, beziehungsweise der Filmteil. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und als nächstes Video kommt dann der zweite Teil oder noch ein anderes. Ich werde mal schauen, aber auf jeden Fall kommt das entweder morgen oder übermorgen. Und ja, bis zum nächsten Video und ich hoffe, dass die Kommentare an sind, dass ihr den Film auch sozusagen kommentieren könnt, beziehungsweise allgemein das Video. Also hoffen wir alle, dass die Kommentare aktiviert sind. Falls nicht, könnt ihr sonst auch in meine Community-Beiträge oder auch unter andere Videos schreiben, wo die Kommentare dann aktiviert sind. Ich mache das nicht, das macht YouTube selbst. Also ich deaktiviere die nicht. Deswegen ist das halt ein bisschen blöd, aber ja, wir werden sehen, wie es wird. Tschüss!